in der Gegend von Paderborn, circa 50 Kilometer hinter Herford. Bestes Wetter. Hochsauerlandkreis. Naturpark Diemelsee. Kann ich ja gleich mit reinnehmen. Ne? Schatzi, du hast gerade erst angefangen zu arbeiten, ne? Bitte. Das ist schon wieder ein Fleck auf der Bluse. Oh, ich habe so viel essen. Was versucht zu essen? Ich soll den Fleck mal ein bisschen größer machen. Ich schneide den raus. Wieder. Ah, ich brauche bloß an das schöne Ding. Wir gehen jetzt wieder zurück.
auf Rundkurs. Vorgenommen haben wir uns 240 Kilometer. Wir sind mit 5 Leuten unterwegs. Ah, kleines. Ah. Es wird schon merklich kühler, ne? Jürgen. Ja. Rast vor Elsloh. Ich schneide ja zu Hause zusammen, weißt du? Thank you.
genau dokumentieren, was ihr da ist. Unsere letzte Tagestour. Und welche Gegend ist das hier? Ist das nun Sauerland oder Rothaargebirge? Ja, aber für die Nachwelt festhalten. Meinst du, die Nachwelt interessiert das? Igel! Die Nummernschilder für die Nachwelt festhalten. Ach, wo hast du dich doch entschlossen? Nothalt in Siegen. Wir haben zwei Leute verloren, wir müssen erstmal warten. Silvia telefoniert gerade mit dem Bahn. Wieder mal eine kleine Pause. Letzte Pause dieser Tagestour vor Dodenau.
Du läufst immer mit deinem Pack hier rum. Du läufst immer mit deinem Pack hier rum. Ja, ich habe die ganze Zeit telefoniert mit der Doris Rücken. Die hänge ich am Marktplatz aus in der Heide. Das ist für die Kontrolle im nächsten Jahr dann, weißt du? Mal sehen, wie schlank wir da geworden sind. Das ist alles zur Kontrolle, der Gesundheitskontrolle, wegen Schlankheitsmaßen. Oh, ist er blind geworden jetzt. Wir haben ja noch nie Bratkartoffeln gesehen. Also nicht so eine große Pfanne. Sondern weil sie dynamisch ist. Ja, für mich. Kannst du ja bei einer Bernhard halten. Oh, so was Feines. Obwohl, deiner heißt doch dynamisch. So, ich bin auf dem Heimweg und bin so circa 1:30 in Herford. Wunderbares Wetter. Thank you.
Kilometer vor Paderborn vor Herford. Eine Pause nach gefahrenen 80 Kilometer in der Nähe vom Winterberg, Hochsauerlandkreis. Vorhin bin ich eine Strecke gefahren, über gut 1,5 Kilometer Schotterstrecke. Das ist schon recht abenteuerlich hier. Diemelstahlsperre. So, auf dem Heimweg von Herford nach Bennigstedt. Auf dem Rückweg nur Land und überwiegend Kreisstraßen. Dann mache ich die erste Pause nach 80 Kilometern.